So, jetzt kommt also die Phase, wo ich mir ernsthaft neue Gedanken machen muss. Was ich persönlich nicht so begrüße. Das ist mal so aufwendig. Okay, die landen da immer, egal wie wir sie positionieren. Das ist ja auch irgendwo klar, ne? Na komm. Ich hatte gehofft, ich könnte sie vielleicht aufhalten. Ich muss dich aufhalten. Ich kann das so nicht. Ich kann das nicht zulassen. Ja, leider haben die keine Rollen und die lassen sich auch nicht unbedingt weit schieben. Ich habe schon wieder Steuerung gedrückt, tut mir leid. Ja, diese Leiter, ne? Was soll ich mit ihr machen? Und wenn der oben runterrutscht, müssten wir eigentlich schon eine, die erste Kiste hingeschoben haben. Schwuppli, wuppli, wuppli, das geht auch so schnell. Es kann ja leider niemand anderes dieses Ding aktivieren, oder? Oder doch? Also ich habe zumindest gehört, dass nur wir das können. Weil wir so unglaublich cool sind. Ach, Moment. Oh. Ja, wie gesagt, wir können uns auch töten lassen. Ich habe gerade wieder was entdeckt. Wenn wir nämlich... Ja, hier sind ja so diese Leuchtedinger. Das ist ja alles sehr hübsch. Und hier unten sind die aber auch. Und das ist ja auch sehr hübsch. Und was noch viel, viel hübscher ist, ist, dass hier ein Knopf ist. Und wenn wir davon runtergehen und überhaupt... Nein, und wenn die ausgehen, dann... Achso. Entschuldigung. Ja, das war auch nicht so erfolgreich. Okay, wir nehmen halt nur eine Kiste nach oben. Fahren die nur nach oben? Wenn die sich dann mal fahren lässt. So. Und nun kommt diese Kiste so hier so hin, wie gehabt. Da hat sich noch nicht viel dran geändert. Außer... dass ich jetzt sofort wieder aktivieren werde, glaube ich. Nee, was sollte das verändern? Außer, dass die Kiste da oben jetzt rumschlummert. Auf jeden Fall. Wir kommen nicht nach oben. Das ist natürlich ungünstig. Kann ich machen, was ich will, und ich komme nicht nach oben. Wir müssten selbst irgendwie nach oben. Tja, unsere ganze Arbeit wieder zunichte gemacht. Ich möchte so gern nach oben. Möchte so gern. So irre gern. Ach so, Moment. Haha. Habe ich mal gerade wieder eine Idee. Schiefe Ebene, man erinnere sich. Da, ist das Jump to the left. And a step to the right. Oh yeah. Haha, huge success. Manchmal habe ich dann doch Ideen. Besonders wenn man keine anderen braucht. Wenn es nur eine einzige Lösungsmöglichkeit gibt, wie in diesem Fall. So, wunderschön. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Rätsel hiermit gelöst ist, so vollends. Das sieht eher danach aus, als würden wir... Hier noch 300 Jahre festsitzen. Also da links gab es Leiter und Kasten und... Ja, Kasten, den Kasten... Was gab es denn hier noch? Das wisst ihr wahrscheinlich alles noch, aber... Ah, ja, ja, da war jemand. Hallo, ich besuche dich. Mein Name ist, Nein, nicht Panzer. Okay. Kuckuck. Einfach nochmal für die Gewaltfans unter euch. Das ist aber keine Lösung, glaubt mir. Moment, könnte es sein, dass wir den Kasten nach oben fahren müssen, irgendwie? Die Frage wäre nur, wozu? Denn hier kommt... Ach Mensch! Ach Mensch! Eine Leiter, das ist ja ein Traum. Ah, aber wenn ich jetzt Gravitation umkehre, was dann? Ach so.
Ja, das war jetzt nicht geplant, dass es wieder losläuft. Da wird nämlich der Weg frei gemacht. Und hier ist die Kiste. Und theoretisch könnte ich sie, ne, ich muss sie auf jeden Fall weiter hierher schieben. Deswegen bin ich da eigentlich auch hingegangen. Und nicht, um das schon mal testweise auszutesten. So, die Leiter ist aber noch unten, oder? Sonst habe ich ja, genau. Sonst habe ich ja gewisse Problemchen hier. Nun gut, jetzt wieder mit Vollanlauf. Dann kann die Kiste sich schön Zeit lassen. Noch ein kleines Käfer. Ja, ich mach das einfach schon mal an. Ne? Können die schon mal ohne mich anfangen? So, Kiste müsste eigentlich wieder unten sein. Ups, jetzt ausnahmsweise nicht nach links springen. Nein, nicht nach links springen. Genau. Sehr gut von dir, Tim. Gut, Kiste ist an Bord. Na, da, 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 da. Puh. So, nun denn. Nun denn also, Gut, dann gehe ich mal hier die Leiter runter, schadet ja nichts. Nochmal das Ganze. Vielleicht können wir uns jetzt mit dem ganzen Aufbau nach oben transportieren lassen. Dafür müssen wir allerdings schnell genug auf den Kasten hüpfen. Was hoffentlich gelingen wird. Ansonsten. Da-da-da. Hoffentlich brauchen wir nicht den Kasten. Sonst müsste ich den noch mal kurz holen gehen. Schluck. Ah ja, ein Kreissägenaufzug. Nein, das ist glaube ich nur ein Zahnrad. Nur ein gewöhnliches Zahnrad. Ja, da ist ja eigentlich nicht so viel los. Einfach nur mal ein paar Mal Zahnrad-Spaß gemacht. Ach ja. Guck mal an, was haben wir denn da oben? Hallo. Wollen Sie da vielleicht mal runterkommen? War ich nicht. Wirklich nicht. Haha. Das ist zwar eine ganz blöde Idee, aber wie wäre es, wenn wir einfach mal da reinspringen und uns aufs Übelste zerlegen lassen? Also, wow. Ja, oft wird ja in Computerspielen auch nur die Hülle gebaut, weil davon ausgegangen wird, dass da eben nichts kaputt gehen kann. Und das zum Beispiel bei, ne, dass da höchstens Kugeln drauf treffen oder so. Manchmal wird es dann ja auch gemacht, dass Körperteile abgetrennt werden. Naja, aber so Gedärme und so, ist nicht unbedingt so das Leckerste auf dem Planeten. Nachher hier und da oben ist ja auch noch so ein Gewehr. Ich wäre da sonst einfach mal da oben rauf gestiefelt, das wäre jetzt aber nicht so gut. Da. Wir müssen eine Kiste holen, das hilft glaube ich nichts. Wie auch immer wir das anstellen wollen. Wieso, gar nicht. Na gut, wenn ihr mir das so einfach macht. Das ist wirklich so einfach. Tja, unglaublich. Unglaublich, aber wahr, müssen wir das irgendwie mit Bordmitteln. Ach, ja, stimmt, ich hab's gesehen. Die linke Kanone zielt ja direkt. Wir müssen das nur einmal so machen, ihn anlocken und dann wird die Kiste runtergefahren. Ganz ohne Probleme. So. Der sieht doch jetzt nicht das, oder? Lalala. Aha. Dein Horizont erweitert sich nicht gerade, ne? Schätze dein. Mann, oh Mann, der ist aber beschränkt. Das merkt doch jeder. Ja. So. Ich will hoch, ich will hoch, ich will hoch, ich will hoch. Dann will ich nicht hoch. Nach oben, da. Oh, das ist ja sehr doll nach oben. Na gut. Erstmal Kiste mitnehmen und irgendwo als Bettvorleger hinsetzen. Ja, irgendwo. Ist ja egal. So, dann. Ja, aber so egal dann auch wiederum nicht. So, da können wir rauf.
Warum auch immer ich das jetzt gemacht habe. Ich weiß nicht, das hatte keinen tieferen Sinn. Ich wollte es einfach nur mal gemacht haben. Guck mal, so, hoi hey. So. Wenn ich den Kasten einfach hier hinfahre, was dann? Können wir vielleicht an die Leiter so umgekehrt ranspringen? Was, das klingt nach Freiheit, Wahnsinn, ich will hin. Lass mich hin. Ja, schön. Und jetzt? Ach so, wir stehen ja. Stimmt. Autsch, das hat ihn zum Glück nicht getötet. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir müssen da irgendwo rüber. Das ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht sollte ich das im Video nachher dann auch einmal um 180 Grad drehen. Für euch natürlich nur um 45, damit es schöner aussieht. So, wir haben also zwei so abgeründet und eine einzige Kiste. Das ist nicht ein bisschen wenig. Finde ich gerade so. War hier noch irgendeine Kiste? Kiste. Kiste. Kiste? Schmetterling. Oh, süßer Schmetterling. Hier ist nicht so viel Kiste, ne? Nö, das hält sich alles in Grenzen. Schade. Dann keine Kiste. Naja, ich kann ja auch nicht alles haben, ne? Manchmal gibt's halt eine Kiste. Und manchmal eben nicht. Ja, das Leben ist hart. Und auch kein Ponyhof. Also, ungünstigerweise können wir ja nicht mehr zurück, ohne uns ziemlich endgültig töten zu lassen. Das war, glaube ich, die einzige Kiste, die es da so gab. Vielleicht nehmen wir sie dann doch noch mal eine Runde mit. Sie war ja doch schon recht hilfreich. Ich habe übrigens schon wieder Steuerung gedrückt, um zu springen. Ja, wo soll das mit mir noch hinführen? So, man könnte das, man könnte das auch Vorschusslorbeeren nennen. Ach, wie witzig. Nur ungünstigerweise ist die Kiste so weit weg. Mag nicht. Ja, schnell. Haha. Du kriegst mich nicht. Also, irgendwie müssen wir noch an ein Kistchen rankommen. Ich weiß nicht wie, aber ich denke, der Fahrstuhl hat da was mit zu tun. Dann können wir die sicher als Schutz mitnehmen. Oh, dann kriegt die mich nicht. So, nach oben wollen wir. Hopp. So. Halte dagegen. Lass dir das nicht gefallen von ihr. So. Sehr schön, das haben wir, glaube ich, eben schon von oben erkundet, oder kam man nicht hin? Ich wollte gerade sagen, der Ausgang. Aha. Ja, nee, ist klar soweit, ne? Also eigentlich gar nicht. Was ist denn das? Ach so. Wir können das also runterfallen lassen und dann... rüberbalancieren. Mann, ist das cool. Ah, ich muss das nochmal machen, glaube ich. Das war zu cool, um das einfach nur einmal zu machen. Na gut, dann machen wir es vielleicht doch nur einmal. Er will nicht wieder zurück, muss er ja auch nicht. Ich zwinge ihn ja zunächst in ein freies Land. So, und jetzt, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir da rüber? Einfach wieder Gravitation umkehren. Das hat auf ihn so den Effekt. Ach so. Vielleicht hätte ich ihn doch da oben lassen sollen. Hallo. Immer werden die Sünden bestraft. So, jetzt wird er gleich bestimmt eingezogen. Schwuppdiwupp. Wow, da zischt er ab. Okay, machen wir es also doch nochmal. Das war ein bisschen früh. So, ganz links.
Ich bin wieder ein bisschen früh. Hab an. Das Lämple an. Man muss ja erst richtig runterfallen und dann...